2080. Der Podcast. Eine Querschnittproduktion. Kapitel 3, Teil 2. Da steht aber jemand auf theatralische Auftritte. Ich überlegte, wie ich mich am besten verhalten sollte, da es sich bei der im Schatten stehenden Person entweder um jemanden handelte, der mich überfallen wollte, was in dieser Gegend keine Seltenheit wäre, oder aber es war der mysteriöse Anrufer vom Mittag, der doch deutlich schüchterner zu sein schien, als er am Telefon vorgegeben hatte zu sein. Ich ließ mir nichts anmerken, konnte jedoch ein kurzes Kopfschütteln nicht unterdrücken. Was soll denn der Quatsch? Das kann ich auch. Bewusst langsam und scheinbar unentschlossen ging ich die gegenüberliegende Treppe hinauf und blickte mich betont langsam in alle Richtungen um und tat so, als suchte ich meine Kontaktperson, wobei ich vermied, in die Richtung des unbekannten Mannes zu schauen. Während ich die Treppenstufen hinaufging und darauf achtete, mich immer im Blickfeld meines Gegenspielers aufzuhalten, hoffte ich, dass dieser seinen Standpunkt nicht verändern würde. Ich kannte das Schauspielhaus so gut wie kaum ein anderer, da ich vor einigen Jahren mehrere soziale Projekte hier geleitet hatte. Hier war ich bei den anfänglichen Versuchen der Ruhrstadt, dieses Gebäude zu einer Art Heim für nicht befugte Personen umzubauen, beteiligt gewesen. Leider wurde dieser Projektbereich sehr schnell wieder gestrichen, als klar wurde, wie verschüchtert die meisten von den Bewohnern und Hilfebedürftigen waren, wodurch die Stadt sie nicht mehr als gefährlich einstufte und somit auch keine Notwendigkeit mehr sah, sie betreuen zu lassen. Ich war entschieden dagegen gewesen, dieses Vorhaben aufzugeben und hatte mehrere Petitionen angestrebt, die jedoch von den Verantwortlichen der Landesagentur für soziale Aufgaben nicht akzeptiert wurden, obwohl ihr Erfolg ein solches Projekt hätte retten können. Daher hatte ich viele Monate lang in meiner Freizeit versucht, mit ein paar aus der Umgebung stammenden Personen dieses Gebäude allein umzubauen und dadurch einen Unterschlupf für diese Menschen zu schaffen. Als aber die Agentur für soziale Aufgaben davon Wind bekam, wurden über Wochen Polizisten vor dem Gebäude postiert, wodurch ich meine Arbeit nicht hatte zu Ende bringen können. Und ich hasste es, eine Sache nicht zu Ende bringen zu können. In diesem Rahmen hatte ich die Menschen, die heute hier illegal Unterschlupf fanden, besser kennengelernt und in vielen Gesprächen den einen oder anderen verborgenen Weg in den Gemäuern verraten bekommen. Diesen Umstand machte ich mir nun zunutze. Ich übersprang die letzte Treppenstufe und mit einem heftigen Satz rettete ich mich in die dunkle Ecke, in der früher ein Vorhang die Treppe versteckt hatte, die auf das Bühnengerüst führte. Mit schnellen Schritten überquerte ich das alte Gerüst und hoffte, dass die maroden Stahlgitter mich nach all den Jahren noch hielten. Unter mir konnte ich den vorher im Schatten stehenden Mann nun erkennen. Er trug von Kopf bis Fuß dunkle Kleidung und schien mich nicht aus den Augen zu lassen. Ich griff nach einer auf dem Gitter des Gerüstes liegenden Metallstange, sprang übers Geländer und landete direkt hinter dem Mann in Schwarz. Ehe sich dieser auch nur ansatzweise umdrehen konnte, hatte ich ihm auch schon das Ende der Metallstange in den Nacken gedrückt. Hör gut zu, wenn du nicht willst, dass ich dir deine Halswirbel neu ordne, solltest du mir besser verraten, wer du bist und was du von mir willst. Für den Fall, dass mir der Unbekannte die Stange in seinem Nacken nicht als Pistole abkaufen würde, müsste ich wohl zu Plan B übergehen und ihm mit der Stange einen über den Schädel ziehen. So oder so. Ich befand mich genau da, wo ich sein wollte, und das bereitete mir eine ungeahnte innere Freude. Ich höre, sagte ich mit Nachdruck in der Stimme, als ich merkte, dass der Mann sich eine Antwort überlegen wollte. Und bleib besser bei der Wahrheit, ich kann Lügner nicht ausstehen. Okay, okay, nur tun Sie mir nichts. Der Fremde verlor nicht nur an Mysteriosität, sondern wirkte nun auch noch unglaublich lächerlich. Ich hab Sie doch angerufen, wissen Sie? Er geht um den Professor, der... Was soll der Quatsch? Der Professor ist tot. Was soll also der Scheiß? Ich erhöhte den Druck der Stahlstange im Nacken des Fremden. Und wenn ich Ihnen sag, dass der Professor noch gelebt hat, als er in den Wagen gezerrt wurde? Gezerrt? Was soll das denn heißen? Na, gezerrt eben. So als wollen Sie dem Alten wat. Wenn Sie mich fragen, das war kein Unfall. Ich nahm die Stange aus dem Nacken des Mannes und drückte ihn leicht Richtung Treppe. Erzählen Sie mir das mal genauer. Der Mann drehte sich zu mir um. Ein ängstlicher Mann, Mitte 40. Wahrscheinlich hier aus der Gegend, mit ausgehungerten Gesichtszügen. Dieser Mann lebte von dem, was der Staat ihm gab. Und das war bei weitem nicht genug zum Leben. Ich ging mit dem Fremden langsam die Treppe hinunter.
Okay, ich bin der Bernd und wohne hier um Ecke. Mein Kumpel Alex und ich waren heute Morgen an der Uni. Wir gehen da öfter runter, wissen Sie? Da schmeißen sie immer das Brot vom Abend weg, wissen Sie? Manchmal, glauben sie gar nicht, fühlt man sich wie in einem Schlaraffenland. Brot noch nie mal 3 Tage alt. Kommen Sie zur Sache, Bernd. Ich wurde ungeduldig. Ist ja gut. Also auf jeden Fall waren wir da und wollten wieder zum Essen gehen, als wir sahen, dass ein alter Mann an uns vorbeigerannt ist. Ganz schön hastig, fand ich. Vor allem für sein Alter. Wir haben dann noch in den Augen gesehen und noch ein paar Meter ist er umgekippt. Was wollen Sie damit sagen? Ohne irgendeine Vorwarnung ist er gefallen und einmal einen Luftheiler geschnappt. Das ist ja auch noch nichts Besonderes. Aber wissen Sie, der Medical Help Wagen kam schon 30 Sekunden, nachdem der Alte umgekippt ist. Haben Sie schon mal gesehen, dass die Scheißdinger weniger als eine Viertelstunde brauchen? Ich jedenfalls nicht. Der Typ hatte recht. Das war wirklich seltsam. Vor allem, da das Gesundheitswesen seit vielen Jahren vollständig in den Händen von Privatunternehmen lag, die laut den Nachrichten so unglaublich überlastet waren. Ja, aber wer hat dann den Medical Help Wagen gerufen? Der ganze Fall kam mir immer seltsamer vor. Von dem Moment an, als mir klar geworden war, dass der Professor ein begeisterter Jogger gewesen war, wurden die Ereignisse in meinen Augen immer nebulöser. Das Ganze hatte einen faden Beigeschmack. Ich glaube, begann Bernd und unterbrach sich sogleich wieder. Wir waren unten in der Vorhalle angekommen und standen mit dem Rücken zu den mächtigen Treppen. Der Gesichtsausdruck meines neu gewonnenen Informanten war starr vor Anstrengung. Die Augenbrauen zusammengezogen, dachte er offensichtlich angestrengt nach. Also wenn ich ehrlich bin, das ist ein verdammt guter Punkt. Fuhr er schließlich fort und kratzte sich dabei im Nacken. Ich habe keine Ahnung, wer den Wagen gerufen hat. Vielleicht einer, der aus dem Fenster gesehen hat? Also wir haben da keinen angerufen. Wie auch. Wissen Sie eigentlich, was die Dinger heute kosten? Aber wem sage ich das? Fuhr Bernd fort und blickte auf den blau glänzenden Kommunikator an meinem Handgelenk. So was ist eine feine Sache. Damit hätten wir den Wagen natürlich rufen können. Aber wer das jetzt war, der da angerufen hat, das weiß ich nun auch nicht. Gut, der Sache gehe ich später nach. Was können Sie mir sonst noch sagen? Mich überkam plötzlich das Bedürfnis, alleine sein zu wollen, um über das Gehörte in Ruhe nachdenken zu können. Doch eine Frage brannte mir noch auf der Zunge. Woher haben Sie eigentlich meine Nummer? Und wie kamen Sie auf die Idee, sich bei mir zu melden? Ich war ein Stück weitergegangen und stand vor den großen Flügeltüren. Der Regen hatte nachgelassen und war in ein dünnes Nieseln übergegangen. Wissen Sie, das ist ganz einfach. Als der Wagen Ihren Professorfreund abgeholt hatte, war er schon etwas platt über die Geschwindigkeit und den ganzen Krams. Naja, Sie wissen schon. Und da sind wir mal die paar Meter hingelaufen, wo der Alte gefallen ist. Zuerst haben wir da nur rumgequatscht und uns gewundert, ja, wie es halt so ist. Aber dann, als wir schon weg wollten, haben wir das hier gefunden. Bernd zog einen kleinen ledernen Gegenstand aus seiner kaputten schwarzen Jacke und zeigte ihn mir. Das lag da. Und da das nach einer Geldbörse aussah, und wie wenig Geld haben, da glotzt man da schon mal rein, ne? Er öffnete die hellbraune Geldbörse und 2 Sichtfenster waren zu erkennen. Das ist doch die Geldbörse des Professors. Geben Sie her. Der Professor war für gewöhnlich nie mit viel Geld unterwegs gewesen, was auch erklärte, warum sich Bernd an mich wandte und sich nicht einfach mit dem vermeintlichen Inhalt der Geldbörse aus dem Staub gemacht hatte. Nicht so schnell. Also, da war ja kein Geld drin, wissen Sie? Und von daher habe ich mir gedacht, was ist denn, wenn mein kleines Geschichtchen jemand interessiert. Bernd wirkte auf einmal unglaublich erhaben und schien von seiner Geschäftsidee überzeugt. Ich durchschaute sehr schnell, auf was dieser Monolog hinauslaufen würde. Das war ja auch kein Unbekannter, wenn du weißt, was ich meine. Und da sie der Einzige waren, der da mit einer Visitenkarte drin war, dachte ich, quatsche ich den halt mal an, ne? Bernd lächelte und fasste sich mit der rechten Hand an seinen zottligen Fusselbart und bewegte dabei nachdenklich Daumen und Zeigefinger hin und her. Im gleichen Augenblick winkte er mit der anderen Hand mit der Geldbörse des Professors. Nun sagen Sie mir schon, wie viel Sie wollen. Mich schränkte die Unterhaltung an. Schließlich war klar, dass Bernd es auf Geld abgesehen hatte und ich konnte es ihm nicht einmal übel nehmen. Ich kannte die Gegend und die Umstände hier im Viertel. Und andere, so war ich mir sicher, hätten allein für die Geschichte, wie Bernd die Information nannte, schon Geld verlangt. 100 Euro! Bernd lächelte und betonte seine Forderung wie ein schlechter Showmaster aus einer alten Quizshow, deren Wiederholung es nur noch im Free-TV zu sehen gab. Auch noch ein Witzbold, was? Jetzt, wo Sie Ihren Telefonjoker bei mir eingesetzt haben, gebe ich Ihnen 40 Euro. Ich wusste, was jetzt kam und daher holte ich mit einer gelangweilten Bewegung meine Geldbörse aus der Tasche und nahm 2 20-Euro-Scheine heraus. Also, was ist?
40 Euro oder nochmal Metallstange? Und diesmal vielleicht direkt auf den Kopf? Ich wurde dringlicher. Okay, okay. Sie sind mir ein Verhandlungspartner. Normalerweise bin ich nicht so leicht rumzukriegen, wissen Sie? Aber bei Ihnen? Na gut. Bernd schien sich zu ärgern über das radikale Angebot und versuchte, nach dem Geld zu schnappen. Ich will gar nicht wissen, wer Sie wie rumkriegt. Hier, nehmen Sie. Ich nahm die Geldbörse des Professors aus Bernds Hand und reichte ihm das Geld. Wo kann ich Sie finden, wenn ich nochmal mit Ihnen reden muss? Fragte ich den Mann, der die Geldscheine bereits in seiner Tasche hatte verschwinden lassen und in Gedanken offensichtlich schon beim Ausgeben des Geldes war. Wie? Ja, ich wohne hier gleich um die Ecke. Hab ich doch gesagt, ist nicht so schwer, hier jemanden zu finden. Fragen Sie einfach nach Bernd. Einer von den Trotteln weiß immer, wo ich bin. Ich hatte genug. Ich war mir sicher, mehr war aus dem Mann nicht rauszuholen. Nachdem ich mich mit einem Kopfnicken verabschiedet hatte und die Treppen zum Vorplatz heruntergegangen war, blieb ich stehen. Ich musste den Kopf frei bekommen. Zu viel war passiert. Ich griff mir reflexhaft an die Stirn, als ein Gedanke mir plötzlich den Kopf zerriss. Und wenn ich Ihnen sage, dass der Professor noch gelebt hat? Leider wurde sehr... In diesem Rahmen hatte ich die Menschen, die heute hier illegal Unterschlupf fanden, besser kennengelernt. Und viele... Er trugte von Kopf bis Fuß. Konnte ich den vorher im Schatten stehenden Mann erkennen? Das wollte ich was einbauen. Unter mir und suchte offensichtlich nach mir. Und wenn ich Ihnen sag, Hör gut zu. Wenn du nicht willst, dass ich dir deine Halswirbel neu ordne, sollst du dir deine Halswirbel neu ordnen, denn ich bin in der Zeile gesprungen, nach oben, um genau zu sein. Ich nahm die Stange aus dem Nacken des Mannes und schlug sie ihm kräftig über den Schädel. Ich zeig dir gleich Unfall! Ihre Frau, ja? Erzählen Sie mir, für mich wie dumm, ja? Dabei passte ich auf nicht... nicht! Kam schon 30 Sekunden, nachdem der Alte umgekippt ist. Hallo, meine Lieben. Ja, aber wenn man im Hintergrund lacht, während der Sprecher spricht, kann die Stimme noch so geil sein. Es wird nichts. Eilig überquerte ich die letzten Meter des Vorplatzes. Doch noch ehe ich mir weitere Gedanken darüber machen konnte, ob ich diesen Text nochmal vorher lesen sollte. Haben wir das hier gefunden? Hab ich mir auch gedacht, als ich gelesen hatte. Hier war ich bei den anfänglichen Versuchen der Ruhestand. Heute ist der Wurm drin, ey. Ich betone das so scheiße manchmal. Der Professor. Super. Wenn mein kleines Geschichtchen. Plätzchen? Ich griff mir reflexhaft an den Kopf, als ein Gedanke mir den Kopf zerriss. Mich überkam plötzlich das Bedürfnis, alleine zu sein. Alleine sein zu wollen. Also, das war ja kein. Ich nahm die Geldbörse des Professors aus Bernds Hand und reichte mir das Geld. Das passt nicht. Ich bin auch gar nicht im Text. Jetzt, wo Sie Ihren Telefonjoker bei mir eingesetzt haben, gebe ich Ihnen 40 Euro.